Willkommen zurück, Leute. Na, hört ihr's auch? Hört ihr's? Oh mein Gott, Leute, es ist soweit. Die erste etwas größere Mod für Dragon Quest 11 ist erschienen auf dem PC. Und ihr hört's ja selbst, dieser Unterschied. Wie Tag und Nacht. Das sind jetzt die richtigen Orchestertracks quasi, die im Spiel drinnen sind. Und nicht einfach nur die normalen MIDI-Varianten. So wie die eigentlich auch gehören, ne? Das sind die richtigen Orchestertracks. Manche haben ja sicherlich Dragon Quest 8 zum Beispiel auf der PlayStation 2 damals gespielt. Na? Und ich denke mal, die werden das sofort bemerken, was das einfach bedeutet. Krass, ey. Richtig, richtig krass. Und Leute, ich sag euch mal ganz kurz, wie das geht. Also, unten in der Beschreibung findet ihr einen Link zu einem Steam-Thread und da gibt's auch einen kleinen Guide. Da ist alles eigentlich drinnen, ist halt auf Englisch. Das Wichtigste ist, wenn ihr das gedownloadet habt, dass ihr nicht einfach nur die Ordner reinkopiert ins Spieleverzeichnis, sondern einfach den Inhalt jedes Ordners. Und das überschreibt auch teilweise Dateien, das ist aber in Ordnung. Und meine Güte, ich bin jetzt hier ganz frisch rein und alter Schwede, ist das gut. Es ist einfach so gut. Leute, fantastisch. Wirklich, wirklich fantastisch. Da drüben sind einige Kaktuskugeln. Die werde ich jetzt erstmal jagen, bis die goldene erscheinen sollte. Oder vielleicht sogar ein paar Metallschleime auftauchen. Ihr habt nämlich geschrieben, dass Metallschleime in dieser Gegend tatsächlich schon auftauchen können, was ich erstaunlich finde. Und ja, Leute, erstmal Battle Team. Oh, da ist er ja schon. Wow, okay, der Beginn könnte kaum besser sein. Geil, richtig gut. Was für ein Einstieg. Oh mein Gott, hört ihr die Musik? Ey, es ist so viel besser. Ich will mal wissen, ob da irgendwas Cooles droppt. Oh, ein Golderz, ja. Ja, in der Tat. Ach, wir haben Koop-Kräfte noch ready. Und ihr meintet auch, man kann sich Koop-Kräfte durchaus sparen, wenn man später eine größere Gruppe hat und die quasi einfach auf die andere Gruppe so lange auslagert. Dass man halt gleich einsteigen kann mit sowas. Gute Idee, sehr, sehr gut. Gefällt mir. Das hier ist natürlich jetzt gerade ein bisschen Quatsch. Ich weiß nicht, bleibt das eigentlich erhalten, wenn ich verteidige einfach nur? Auch, das wäre natürlich ganz cool. Oh, gebt euch die Musik, Leute. Sehr schön. Na, du hast ja auch Knister, aber es geht nur gegen Gruppen, ne? Das ist ja ein getrennter. Dann machen wir natürlich unseren Flammenhieb. Wie auch immer. Ich bin sehr froh, dass sie jedenfalls da ist. Ein tödlicher Tanz. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ohoho. Okay, das Ding muss weg. Es muss weg, ja. Unbedingt. Weiß nicht, was besser wäre. Machen wir mal einen Schleimschlachter. Das denke ich ganz in Ordnung. Nee, mach den Flammenhieb. Das Ding muss weg. Und du machst weiter mit einem Knirsch. Okay, du warst jetzt immer noch defensiv eingestellt, ne? Können wir irgendwas Tolles machen? Hm. Ja, stimmt, warte mal, wir könnten ihm doch auch einfach daran hindern, oder? Dämonisch ist eine Goldkaktuskugel nun nicht unbedingt. Wir können das trotzdem mal probieren. Oh, es hat ihn betört anscheinend. Das ist sehr nützlich sogar. Ja, hypnotisiert. Haha, cool. Leute, das ist praktisch. Dann kommst erstmal du weg. Oder wie machen wir es am besten? Ja, mach weiter mit Knirsch. Schreiben wir es eben auf. Ich glaube, Antiquias Segen ist auch bald gar nicht mehr möglich, oder? Okay, von mir aus. Hau's mal raus. Ich hab's noch gar nicht gesehen. Oh Mann, was für eine hübsche Animation. Richtig gut. Das ist ja krass, okay. Schön, dass man das auch mal einfach sieht eben. Okay, was geht denn mit dir ab? Trotzdem, ich werde erstmal draufhauen. Oh, das ist wieder normal, oder? Naja, solange er keinen tödlichen Tanz aufführt, soll es mir recht sein. Weiter, weiter, weiter. Erledigt sie. Sie ist weg, Leute. Wir haben die Goldkaktuskugel erledigt. Und du bist auch dran. Ha, sehr schön. Oh Gott, ey. Mit der Musik auch so, das war halt richtig epic, ne?
Und wir kriegen noch ein Golderz. Krass. Und das Goldkügelchen haben wir damit auch erhalten. Sehr schön. Genau, bringen es dem Koch des durstigen Dünenreiters in Gallopolis. Das war unsere Mission, wer sich daran erinnert. Und hier müssen irgendwo Zielscheiben sein. Na, das wurde uns doch auch mal gesagt. Ich habe halt keine Ahnung, wie die aussehen. Aber theoretisch wäre natürlich auch das noch eine Quest, die wir abschließen können sollten irgendwann. Ist halt wirklich die Frage, wo sich das jetzt befindet. Ich denke aber, ich werde sowieso jetzt kurz zurückgehen und den Auftrag erledigen. Ein Stück Schlangenhaut. Sicherlich auch nicht schlecht. Wir gucken jetzt mal in diesem großen Abschnitt der Wüste. Das wird mir schon irgendwo auffallen, oder? Wir gucken mal. Hier hatten wir zum Beispiel auch schon mal ein Objekt, einen Poliersand, genau. Aber nicht das, was ich eigentlich suche. Uralte Ruinen. Was gibt's hier eigentlich? Da haben wir uns gar nicht umgesehen das letzte Mal. Hier ist jemand, der was untersucht, anscheinend. Der Standort dieser Ruinen muss irgendwie von Bedeutung sein, aber es wird mir einfach nicht gelingen, das Rätsel zu lüften. Wieso sollten unsere Vorfahren so etwas bauen? Je mehr ich entdecke, desto weniger scheine ich es zu verstehen. Was ist das denn für eine Zeichnung? Schwer zu erkennen. Vielleicht müssen wir irgendwann später nochmal hierher. Interessant. Na gut. Doch, hier sind sehr viele Zeichnungen. Zeichnungen erinnern auch ein bisschen an das, was wir unter Schloss Heliodor gesehen haben, oder? Da gab es auch überall an den Wänden so Zeichnungen. Eine Sandbeere, sehr schön. Trotzdem, ich habe keine Ahnung, wo diese Zielscheiben sein könnten. Das ist halt so das, was mich jetzt eigentlich noch interessieren würde. Was ich halt sehr gerne erledigen würde auch. Da drüben sehe ich gerade übrigens eine Kiste, die ist uns auch anscheinend entgangen damals. Wie auch immer. Lampenlicht. Okay. Lampenlicht. Ein paar Krabbadabadus erscheinen. Oh nein. Aber auch euch werde ich erledigen. Naja, okay. Braucht vielleicht ein bisschen länger. Wir sollten lieber zaubern. Yep, das ist doch schon besser. Und du machst genau das Gleiche. Moment. Warte, Peng haben wir auch schon gelernt. Finde ich auch gut. Sehr schön. Ha, alle erledigt. Mit einem großen Peng. Nö, nö, hier passiert nichts mehr. Oh, ich dachte, da drüben liege was. Aber es waren nur die Augen. Okay. Der Schemen greift an. Und die Krabbadabadus. Ha, alles klar. Wir machen mal weiter. Ich denke, wir werden uns in Gallopolis sowieso nochmal kurz erholen. Von daher ist das in Ordnung. Na, immer noch haltet ihr ein bisschen durch, aber nicht mehr lange, glaubt mir. Spätestens, wenn ich dein... Okay, das ist auch nett. Ich wollte eigentlich nur knistern. Aber gekräftigt ist das natürlich gleich mal ein bisschen besser. Sehr schön, ist er also auch wieder bereit. Und Veronica steigt auf mit einem neuen Zauber. Abblendung, okay. Und eventuell können wir die sogar gleich benutzen hier. Sehen wir doch mal. Nach unten wollten wir gehen bei ihr. Ja, das geht. Unheimliche Aura. Das ist auch interessant. Verringert die Resistenz des Feindes gegenüber allen offensiven Zaubern. Maximale MP ist natürlich was, was man immer gebrauchen kann. Aber es hält mich auch nichts davon ab, das danach zu lernen. Weil das hier ist, glaube ich, nicht so relevant an sich. Und dann ist das, glaube ich, besser, wenn ich erstmal ein Talent lerne. Genau. Zudem wir das hier dann eh freischalten sollten. Und ich auf jeden Fall maximale MP noch mitnehmen werde. Aber erst später. Okay, Leute. Okay, alles klar. Hier ist doch noch ein Lagerplatz. Aber hier ist kein Wicht, oder? Das ist nicht getrennt. Anscheinend. Mich wundert das dennoch. Also wo diese Zielscheiben wohl sind oder wie die aussehen. Ich habe immer noch keine Vorstellung davon. Aber eventuell lassen wir das auch erstmal und kümmern uns später darum. Wenn ich jetzt hier wirklich anscheinend gar nichts sehe. Und es scheint ja wirklich weit und breit nichts zu sein. Bisschen schade. Nö, nö, nö. Außer natürlich, sie sind sehr wenig offensichtlich. Dann machen wir zumindest eine Sache, Leute. Wir krallen uns jetzt da drüben das Item.
was ich schon in der Distanz erspäht habe. Und dann soll es zurückgehen für uns nach Gallopolis. Zumindest eine Sache schon mal abgeben. Und vielleicht nochmal kurz rasten. Aber der Unterschied ist so genial, oder? Das müsst ihr doch zugeben. Ich habe es wie gesagt in der Beschreibung verlinkt für alle PC-Spieler. Da werdet ihr fündig werden. Alles klar, jetzt erstmal natürlich unsere Mission erfüllen. Oha, bedeutet eure Anwesenheit etwa, dass ihr tatsächlich ein Goldkügelchen für mich gefunden habt? In der Tat. Hier. Bei den Sanden ein Goldkügelchen. Ist es nicht viel reizvoller als gewöhnliche Kakteen? Und diese perfekte Konsistenz, damit werden meine nächsten Koteletts ein wahrer Gaumenschmaus werden. Ob ich mal ein kleines Stück roh kosten sollte? Oh, wie aromatisch und saftig es ist und eine gewisse Schärfe, das auch genauso muss ein Kaktus schmecken. Meine Kaktuskoteletts werden besser als je zuvor schmecken, daran gibt es keine Zweifel. Hab tausend Dank, mein Freund, ihr habt das Leben der Kotelett-Konnoisseure auf der ganzen Welt verbessert. Erlaubt mir, euch ein kleines Dankeschön zu überreichen. Chris erhält einen Gaukler, okay? Goldkaktuskugeln sind eine rare Variante gewöhnlicher Monster. Noch mehr von ihnen zu finden wäre für euch gewiss eine wertvolle Erfahrung. Und Gaukler ist irgendwie ein Accessoire? Okay, wie auch immer. Wir gucken mal nach, was uns das bringt. Ja, und ich sehe gerade die Reisendenkapuze, die hatten wir ja auch, irgendwann mal bekommen. Der Gaukler. Ach so, eine Karte. Man kann damit besser ausweichen, aber nur 1%, wow. Keine Ahnung, ob man das verbessern kann oder so. Aber ich sehe gerade die Reisendenkapuze. Aber das gehört zu einem anderen Outfit anscheinend, weil das sieht man ja hier. Ne? Wenn man das also kombiniert mit irgendwelchen anderen Sachen, wäre das nicht unbedingt verkehrt. Aber egal, ich denke, wir gehen erstmal auf die Zementohrringe nochmal. Schwingendes Spürsinns lasse ich mal übrig. Und er hier hat übrigens noch gar nichts von uns bekommen. Hier nimmt einen ollen Topfdeckel erstmal, bitteschön. Ha! Aber er kann anscheinend auch Schuppenpanzer und so einen Kram tragen, das ist gut. Das freut mich natürlich. Niemand hat übrigens einen Turban ausgerüstet, sollten wir vielleicht auch mal machen. Dann nimm du doch den Gaukler, ich meine, passender könnte es ja nicht sein. Und noch ein paar Schleimohrringe, so. Bitteschön. Achso, ihr hattet alle Häschenohren, ne? Ich glaube, die sind besser. Wobei, ich glaube nicht, dass das Trodane-Bandana noch gut ist, ehrlich gesagt. Das sieht schon ganz anders aus, ja. Viel besser. Alles klar, Leute. Gut. Dann ist es aber auch höchste Zeit. Wir werden nur ganz kurz mal Rast machen und dann geht's weiter. Willkommen in unserer Herberge. 40 Goldmünzen. Naja, von mir aus. Eine kleine Rast muss ja auch mal sein. Oh Leute, die Tagesmusik. Einfach nur herrlich. Aber wir wollen weiterziehen. Wir werden sicherlich noch einiges anderes hören. Moment, welcher Lageplatz ist eigentlich besser? Ich denke, der nördliche ist schon besser, oder? Oder ist der südliche besser? Ich glaube, es macht keinen großen Unterschied, wir gehen nach Süden. Und wieder unterwegs im Umland von Gallopolis. Erstmal aufs Pferd aufsteigen. Komm her! Dann darf jetzt die Reise endlich weitergehen nach Gondolia. Dann mal sehen, was uns dort so alles erwartet. Eine Mission. Seid gegrüßt, Reisender. Ich heiße Hakim. Ich hoffe, ihr verzeiht mir meine etwas unverschämte Frage, aber ihr reist doch noch Gondolia, oder? Falls ja, möchte ich euch um einen Gefallen bitten. Ich habe eine Schwester, wisst ihr, sie heißt Akia und arbeitet in einer Bäckerei in jener Stadt. Anscheinend ist sie in letzter Zeit sehr beschäftigt und konnte uns deshalb nicht zu Hause besuchen, also habe ich ihr einen Brief geschrieben. Leider ist es mir nicht erlaubt, meinen Posten zu verlassen. Wärt ihr so nett, Akia den Brief zu bringen? Waffenfertigung für Anfänger ist die Belohnung, das klingt sehr nützlich. Ihr werdet es tun, ach gelobt sein, die Sande. Nur ein Mensch mit einem wahrhaft gütigen Herz wird einem Fremden solch einen Gefallen erweisen. Das hier ist der Brief, den ihr bringen solltet. Ich muss das sicher nicht betonen, aber er ist sehr wichtig, also verliert ihn bitte nicht. Okay, Hakims Brief erhalten. Das machen wir mal eben. Ein schönes Schreiben. Mhm.
So, du lässt mich doch durch, hm? Hinter diesem Kontrollpunkt liegt die Laguna di Gondolia. Nur wer über die ausdrückliche Genehmigung seiner Exzellenz des Abendsen Sultans von Gallipolis verfügt, kann passieren. Habt ihr einen Beleg dafür, dass er euch solch eine Genehmigung erteilt hat? Ja. Bitteschön. Nun dann mal sehen. Ah, das ist das Siegel seiner Exzellenz. Dann dürft ihr passieren. Sobald ihr den Kontrollpunkt hinter euch gelassen und die Höhle durchquert habt, erreicht die Laguna di Gondolia. Es handelt sich um eine üppig bewachsene und fruchtbare Region. Folgt der Straße, dann werdet ihr irgendwann in Gondolia selbst eintreffen. Im größten Handelshafen der Welt. Ich wünsche euch eine sichere Reise. Sehr schön. Also geht's erstmal durch eine Art Höhlenregion. Nö. Hey, hier ist eine Zielscheibe. Ah, endlich. So sehen die aus. Jetzt weiß ich das mal. Ach, muss ich absteigen und hoch oder was? Oder geht das nur von hier aus? Ich bin verwirrt. Das ist doch eins, oder? Ach so, man muss die irgendwie... Muss man die speziell so erreichen? Ich bin sehr verwirrt gerade. Wie kommt man denn da hoch? Da kann man auch nicht drauf, ne? Ach, von hier aus. Ah, alles klar, okay. Man muss wohl immer den passenden Punkt finden, oder was? Gut, dann weiß ich Bescheid. Okay, da kann man natürlich nicht durch. Aber schön, Leute, eine Küstenregion, ey. Hat doch was. Mal was Neues. Ich gehe denn mal ein bisschen aus dem Weg. Riesige Schlangen. Und interessante Hintergrundgeräusche gibt es ja auch in dieser Region. Ah ja, da unten ist der Lagerplatz. Was denn hier? Laguna di Gondolia. Ich würde sagen, wir könnten mal mit dem Wicht sprechen, oder? Hä, immer noch nicht bewiesen, du hast dein Geschick als Scharfschütze. Noch übrig sind 4 Ziele, ja. Alle 4 aufspüren, du musst. Finde sie, zerstöre sie, dann kehre zurück hierher. Alles klar. Also wenn wir das schaffen, dann kriegen wir anscheinend richtig krasse Belohnungen. Da sollten wir uns in Zukunft natürlich auf jeden Fall ranhalten und das irgendwie erledigen. Jetzt weiß ich ja endlich, wie die Dinge aussehen. Ich glaube, zum Lagerplatz müssen wir nicht, da wir gerade eben erst Rast eingelegt haben. Wir müssen absteigen. Das Pferd kommt hier nicht weiter. Ist ja auch logisch. Erstmal hochziehen, so mit einem Seil, ne? Komm, verdammt nochmal, mit! Okay. Das könnte wild sein, hier so ein paar Zielscheiben zu finden. Aber schöne Gegend. Mal was ganz Neues. Sehr, sehr, sehr durchwachsen alles. Moment, was ist hier? Gondolia durchquert die Höhle, steigt die Treppe hinab und geht weiter zum Leuchtturm. Wie einfach alles wieder einfriert nebenbei. Ich würde mich trotzdem sehr gerne in dieser Region umsehen. Das wird doch möglich sein, oder? Kann man hier durch? Nee, aber da drüben ist irgendwas. Eine Schatzkiste. Ich frage mich ja wirklich, ob wir irgendwann mal schwimmen lernen oder irgendwas finden, damit wir solche Orte erreichen. Ist mir jetzt schon häufiger aufgefallen. Sehr komisch. Oh, wer seid ihr denn? Hey, du bist was Besonderes. Ach so. Ich sehe schon. Ihr seid ja lustig. Und diese kleine Schlammhand da unten. Oh. Die können ja was, meine Güte. Erstaunlich. Mach mal auf alle hier einen Metallwurf. Oh nein, die Schlammhand. Okay. Niemand kommt. Traurige Story, Bro. Er hat keine Freunde, anscheinend. Tja, passiert. Ich glaube, die Schlammhand ist kein netter Geselle. Tut mir leid. Peng. Haha, alles tot. Ein Peng-Zauber macht das schon. Ah, du kannst jetzt auf der Hornisse des blauen Bienenstichlers durch die Gegend flitzen. Oh mein Gott. Was? Ach so. Nein, ich wollte das nicht. Oh Gott. Flieg, flieg. Oh mein Gott, das ist ja lustig. Wir können auch springen. Ja, tatsächlich kann sie das. Wow. Okay, das ist interessant. Wer hätte gedacht, dass wir auf einer Biene durch die Gegend fliegen? Oder eine Hornisse, Entschuldigung. Bevor hier jetzt wieder jemand rumnörgelt. Kannst du doch nicht verwechseln. Egal, ob das eine Fantasy-Welt ist. Oder nicht. Okay.
Interessant, aber man kann nicht so hoch anscheinend. Aber zumindest komme ich zu dieser Kiste. Das ist interessant. Und da drüben liegt auch irgendwas. Das hat auch hier geblinzelt. Aha. Ah, königliche Erde. Das ist normal auch was, was sehr mächtig wäre, wenn es hier einen Alchemiekessel gäbe. Weiß nicht, wie es mit dem Schmiedesystem aussieht, ob das immer noch so gut ist. Königliche Erde. Aber hier haben wir eine Kiste. Mit einem Talentsamen. Das ist auch schön. Okay. Oh, ist das cool. Seht ihr, das ist einfach richtiges Fantasy. Auch mal auf so verrückten Dingern rumfliegen. Das ist schon verrückt. Ah. Flatterfedern und Chimärenflügel. Und ein zierlicher Zweig. Das heißt, kann man eigentlich solche Dinge auch irgendwo mitnehmen? Weil ich hatte ja schon mal so eine Situation, das war noch damals bei Onsen. Da war so eine Schatzkiste ganz weit weg und man hat nicht gesehen, wie man hinkommt. Moment, ist das jetzt richtig? Ich denke schon, oder? Ach, okay. Alles klar, ich steig mal ab. Lass das Teil mal hier. Oh Mann. Verrückte Angelegenheit. Aber sehr, sehr cool gemacht wieder mal. Erstmal ein bisschen Erze abbauen. Und es ist wieder mal Golderz. Okay, und Eisenerz. Ist das... Na, das ist nicht Gondolia, oder? Hey, eine Kuh. Mal sehen, auf welches Wetter wir uns freuen können. Offenbar werden wir morgen den ganzen Tag über einen klaren Himmel haben. Aber wie das Wetter übermorgen wird, darüber kann ich leider nur spekulieren. Ja, die Wetterkuh. Immer noch ziemlich lustige Angelegenheit. Ja, dann gehen wir doch mal nach oben. Wo kommen wir denn hier hin? Ein paar verrückte Kreaturen stehen mal wieder rum. Oh, der ist ja auch lustig. Ha, aber ich ignoriere den mal. Rennen wir einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Okay. Ich gehe jetzt mal oben entlang. Ich habe keine Ahnung. Aha, hier ist eine Zielscheibe zum Beispiel. Und da drüben sehe ich doch schon irgendeinen Turm. Okay, da greift er mich auch schon an. Ich denke, damit werden wir klarkommen. Flippen wir ruhig ein bisschen aus mit ein paar Fähigkeiten. Oh nein, die Schlammhand, Leute. Keine Unterstützung, bitte. Niemand taucht auf. Auch wieder so ein Forever-Alone-Typ, tja. Pech gehabt, tut mir leid. Alter Schwede, das geht einfach so krass ab. Der Abartiker. Ja, Abartiger quasi. Wow. Abartiger, wie auch immer. Das ist jedenfalls klar ersichtlich. Oh mein Gott, das war ein Crit. Ja, okay. Ich glaube, wir können uns kein cooles Tigerfell mehr aufhängen irgendwo oder vom Kamin legen. Ich glaube, das war ein bisschen zu mächtig, aber ja gut. Dafür gibt's Erfahrung, also hey. Wie sieht's aus mit dieser Kiste? Aha, eine Mini-Medaille. Ich will gar nicht wissen, wie viele uns bisher schon entgangen sind. Bisher fühlt sich zwar gut an, ich meine 10 Stück, hallo, wir haben gerade die Belohnung bekommen dafür, cool. Nicht Belohnung, sondern Errungenschaft. Irgendwann werden wir schon den Mini-Medaillentyp noch aufspüren. Aber ich weiß nicht, wie gut ich da bisher war, wie gut ich alles gefunden habe. Und da unten schon wieder eine Schatzkiste. Keine Ahnung, was heißt keine Ahnung? Da ist er ja, unser Kollege, den wir uns jetzt natürlich wieder mal krallen werden. Und los geht's. Und diese Dinger sind auch unterwegs. Okay, wie machen wir das am besten? Ich meine, du kannst das auch nochmal ausprobieren, warum nicht? Oh mein Gott, ein heißer Tanz. Verdammt, Eric tanzt. Nein, Eric. Das ist jetzt nicht die Zeit, cringy zu sein, okay? Okay. Okay, zugegeben, er hat ziemlich coole Dance-Moves, okay? Er geht schon ziemlich ab. Alles klar.
Autsch. Ja, ich bin nochmal dran, okay? Dann knister sie weg. Und Eric einfach übelst am Updancen, jawohl. Sauber. Ha. Sowas, ja, sowas hat Stil, ne? Keine Fortnite-Tänze, Leute. Das hat Stil. Punkt aus Ende. Da braucht man nichts dazu zu sagen. Jawohl, erledigt. Vor allem, wie es eigentlich die Hornisse auch dabei runterhaut, aber egal. Yeah, neuer Zauber für Serena. Säusel, ah, sie kann endlich mal offensiv vorgehen, sehr schön. Ein Windzauber. Auch bekannt, ich denke nicht, dass sie was lernen kann gerade. Wobei sie kurz davor wäre. Ne, das haben wir gelernt das letzte Mal. Ach so, das hier, ja, klar. Das sollte man anstreben. Plus 30 ist viel. Okay, dann flitzen wir mal durch die Gegend. Summ. Summ, summ. Ja. Ich bin eine Hornisse. Nicht wirklich, aber wir sind auf eine Hornisse. Juhu. Okay. Und natürlich viel Loot unterwegs. Ein Knäuel Feenwolle. Oh, es ist so lustig. Die sind so kreativ, die Entwickler. Schaut's euch an. Das gibt's in keinem Dragon Quest Spiel. Das ist so cool. Es ist halt mega, mega cool einfach. Und es macht super viel Spaß. Einfach, sie waren halt echt kreativ, muss man wirklich sagen. Diese ganzen Sachen hier mit den Gegnern. Es ist halt mega gut gemacht. Ich musste erstmal auf die Idee überhaupt kommen, sowas umzusetzen. Und dann auch noch so gut. Oh, ich liebe Eisenrüstungen. Ein Eisenhelm, ein Eisenküras und eine Eisenrüstung können wir jetzt herstellen. Sehr cool. Hat sich auch gelohnt, ja, weil mein Eisenerz kann ich bisher noch nicht so wirklich gut einsetzen. Das ist dann wahrscheinlich Gondolia, alles klar. Was ist denn das da drüben? Und wir haben jetzt, glaube ich, haben wir jetzt 2 oder 3 Ziele zerschmettert. An alle, die beabsichtigen, die Grotta del Fonte zu betreten. Die gondolianische Handelskammer empfiehlt, dass ihr euch vorher in unserer wunderschönen Stadt erholt und eure Vorräte auffüllt. Na, wenn das mal kein dezenter Hinweis ist, dann weiß ich auch nicht. Alles klar, ist zur Kenntnis genommen. Wir gehen mal nach oben. Yeah. Was erwartet uns denn dort noch? Ich glaube nicht, dass ich schon alles gesehen habe, oder? Hm. Doch, da drüben ist die Kiste. Ich glaube sogar, dass wir tatsächlich alles gesehen haben. Oh. Das ist ja auch interessant, wenn du hier runterfliegst so. Dann geht das ein bisschen langsamer. Und man fliegt wirklich direkt durch die Luft. Cool. Leute, da ist ja schon das Tor von Gondolia, oder? Na dann, rein mit uns. Gondolia. Okay. Ein sehr großer Tunneleingang. Was steht hier? Laguna di Gondolia und Gondolia. Ja gut. Als ob man das nicht sehen würde. Ist das Schild nicht ein bisschen unnötig? Egal. There we go. Na komm schon. Es lädt, Leute. Eine neue Stadt. Sieht auch wieder sehr vielversprechend aus. Wobei es ein bisschen leer zu sein scheint gerade, ne? Ist nicht so viel los. What a beautiful place. It feels as though the whole town is bobbing up and down on the waves. So this is Gondolia, huh? I heard there were some big scores to be had here. Rich merchants from all over the world, ships full of treasure, you name it. And this is where you're keeping your ship, Silvando. The ship that you own. Don't tell me you're some kind of millionaire. Oh, come now, Ronnie, darling. You know it's not polite to pry. All right. The docks are in the southwest of the town. Last one there's a rotten egg. Alles klar, wir stehen einfach nur rum. Mal überlegen. Oh nein, das ist Mini-Vegeta, Leute. Nein. Okay, Gondolia, wir sind angekommen. Wunderbar. Ich sehe hier Gondelsymbole auf der Karte, mal so ganz nebenbei bemerkt. Anscheinend können wir die nutzen. Das ist interessant. Aber ich würde ganz gerne erstmal speichern, um ehrlich zu sein. Wir werden uns also bald sorgfältig umsehen, aber zunächst möchte ich dann doch
diesen Ort hier aufsuchen. Und ich denke mal, beim nächsten Mal gönnen wir uns einen wunderbaren Stadttrip. Okay, wow, das ist sehr kompakt. Alles klar, Leute. Damit würde ich sagen, na? Was meint ihr? Alleine schon mit Orchester und so. Oh, da drüben, das darf ich nicht vergessen beim nächsten Mal. Muss ich mir merken. Das ist doch heute mega gewesen, oder? Ich denke mal, das spricht echt für sich, diese Mod. Hammer. Richtig, richtig gut. Und so werden wir in Zukunft auch weiterspielen. Aber Leute, das war's dann jedenfalls von meiner Seite mit dem heutigen Part von Dragon Quest XI. Bis bald.